So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2 mit hoffentlich weniger Aufnahmelecks. Ich weiß nicht. Na, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen. Da hat man plötzlich besseres Internet, aber plötzlich macht die Aufnahme komische Dinge. Ich weiß nicht, das muss jetzt an irgendwas anderem liegen. Wir werden jetzt noch mal einen Part so aufnehmen. Und ich beobachte das jetzt gleichzeitig in den OBS ein bisschen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich wollte ganz gerne die Level spielen, die wir im Expert gesehen haben, im Super Expert. Na jetzt gerade sieht es wieder flüssiger aus, ne? Die Explosionen da, das passt eigentlich. Also ich gucke immer mal wieder zu OBS rüber. Der Kreis dreht sich auch nochmal. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Weiß es einfach nicht. Wie auch immer. Wieso hat das hier eigentlich jetzt jeweils eine weiße Flagge? Ich hab's doch abgeschlossen. Oder zählt das nicht als abgeschlossen, wenn man es nicht im Multi, wenn man es nur im Multi abschließt, weil das ja anders. Ja, doch, weil man es anders hätte abschließen können. Okay. Verstehe ich. Gut, wir jedenfalls, wo ging es denn los? Gehen wir mal den Weg zurück. Da, das hier waren noch die Level von Destruktiv, das war noch vorher. Das heißt, das hier war das erste. War das eins, was ich mir anschauen wollte? Caves usually form when water runs over soft rock. Ja, das ist. Nein, ich glaube nicht, dass ich mir das anschauen wollte. Nee, das war was anderes. Das war der Speedrun. Genau, den Speedrun wollte ich mir einmal angucken. Das sieht aber auch, also mit 0 Komma, das sieht schon heavy aus. Das sieht schon ziemlich heavy aus. So. Der Kreis dreht sich auch wieder flüssig, ne? Es ist schade, dass das jetzt beim Multi so komisch war. Es lag aber nicht an Multi. Irgendwas am PC war komisch. Aber jetzt sieht es echt wieder flüssig aus, die Aufnahme. Ha. Ah, also, zumindest gehört hat man mich ganz gut und ich glaube, man konnte es verfolgen. Es hat ein paar Mal geruckelt, aber ja. Nee, also ich sehe jetzt in OBS, wenn ich so rüber gucke, ich kann jetzt halt nicht so oft rüber gucken. Aber ich sehe, das sieht eigentlich okay aus. Dann spielen wir jetzt das Level hier mal. Ohne diesmal Druck zu haben, dass wir es innerhalb von 30 Leben schaffen müssen oder so. Ja, doch, das sieht flüssig aus. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt nicht ständig rüber. Mist. Ja, ich weiß nicht, was es war. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt sieht's okay aus. Ich glaube nicht, dass es am Multiplayer lag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es war irgendwas anderes. Vielleicht hat er im Hintergrund irgendeinen Prozess durchgeführt und der Prozess ist jetzt durch. Keine Ahnung. Hauptsache, es geht wieder und es, ich hoffe, der letzte Part war trotzdem okay. Ja, also das, was ich jetzt, wo ich jetzt reingeschaut habe, das. Es ist jetzt nicht die schönste Aufnahmequalität, aber es sah noch anschaubar aus. Also ich denke, man kann schon verfolgen, was passiert ist. So, das war hier unten, genau. Und jetzt ging es darüber und dann war das so ein Stachelfiech, den ich aufsetzen muss. Genau. Und das hatten wir noch gar nicht geschafft. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist jetzt alles neu. Und jetzt muss der runter. Und dann geht's hier in die Tür rein. Okay. Und dann ist da die Schlüsseltür. Und da ist wahrscheinlich das Ziel dahinter. Gehe ich jetzt mal davon aus. Hey, dann ist aber 0 Komma. Ja, oder es geht dann noch weiter. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Weil für 0 Komma irgendwas ist es schon ordentlich. So, jetzt bin ich aber deutlich, deutlich besser in der Zeit. Perfekt.
Perfekt. Hier weiß ich jetzt auch, was kommt. Ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall... auf jeden Fall in die Tür rein. Jetzt haben wir noch 4 Sekunden. Oh nein! Es war so klar. Okay, man muss verdammt schnell sein. Das erklärt das 0, Komma. Oh, ich hasse solche Enden bei Speedruns, ne? Ich hasse solche Enden bei Speedruns. Ich muss also möglichst perfekt hier durchkommen. Puh. Na dann. Gehen wir es an. Gehen wir es an. Kurz mal wieder der Blick zu OBS. Ja, das sieht flüssig aus. Oh boy. Ach Mensch, jetzt versage ich bei den Sägen. Das habe ich doch vorher nicht gemacht. Der hintere Teil geht eigentlich, ne? Nein! Ah, bin ich da schneller mit einer Stampfattacke? Frage für einen Freund. Das war auf jeden Fall jetzt langsam. Weiß ich auch. Ach, jetzt bin ich sowieso an dieser Scheißsäge verreckt. Alter! Ich weiß doch, wie man drüber kommt. Warum komme ich nicht jedes Mal drüber? Was soll das? Warum mache ich... Warum passiert das? Warum macht man solche Fehler, die man vorher nicht macht? Grundsätzlich komme ich doch da durch. Also warum nicht jedes Mal... Ja, okay, das war jetzt natürlich komplett dämlich. Also warum kommt man nicht jedes Mal durch? Das wäre doch schön. So, klappt einmal, klappt immer. Aber ist nicht so. Was? Wie? Warum? Ist es so präzise, dass ich es manchmal hinkriege und manchmal einfach nicht? Natürlich schaffe ich es dann, wenn ich den unteren Teil nicht so gut gemacht habe. Oh, ich weiß nicht, ob das schneller ist. Kam jetzt nicht so vor. Das war es auf jeden Fall nicht. Also bei dem P-Switch-Teil kann ich eigentlich kaum Zeit sparen. Da war ich vorhin auch recht flink. Recht fix. Ich muss, glaube ich, wirklich richtig knapp vor der Säge abspringen. Ne? Und dann halt rechtzeitig twirren. Ja, genau so. Trotzdem weiß ich jetzt wieder nicht, wie ich es gemacht habe. Ah, das ist... glaube ich, gehüpft wie gesprungen. Nein! Ich brauch den! Ich muss den doch aufsetzen. Mann. Nicht in die Hand nehmen. Ach, ich hätte nur nach unten drücken müssen, wenn ich den in der Hand habe, ne? Oh mein Gott, bin ich blöd. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ich hätte nur nach unten drücken müssen, dann hätte ich ihn ja aufgesetzt direkt. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt sollte dieser Fehler nicht passieren. Aber jetzt passiert halt lieber der Quatsch erstmal wieder. Aber gut, ist in Ordnung. Ja, und nochmal bezogen aufs letzte Video. Ich muss jetzt halt aufpassen, wenn ich wieder Multi aufnehme, um zu gucken, ob es dann wieder am Computer anfängt zu lecken, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann, weil das ergibt keinen Sinn. So, warum sollte eine
eine Multi-Aufnahme plötzlich den Computer zum Laggen bringen. Das war ja bei den anderen Multi-Aufnahmen auch nicht so. Und OBS nutzt ja auch kein Internet, um aufzunehmen. Das ist völliger Blödsinn. Das ist völliger Blödsinn. Ich glaube, das war irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwas anderes. Irgendein Hintergrundprozess, von dem ich nicht weiß, welches war, der jetzt beendet ist. Keine Ahnung. Und ich sag's gleich, ich will das Level hier schaffen. Also, wir sitzen hier jetzt, bis ich das Level geschafft habe. Wer hier mit mir sitzen möchte, guckt zu. Wer sagt, nee, ist mir zu doof, der guckt, ob ich noch was anderes spiele, indem er unten in der Taskleiste entlang fährt. Oder wartet aufs nächste Video. Ich werde auf jeden Fall dieses Level hier spielen, bis ich es geschafft habe. Oder feststelle, okay, die Zeit ist so knapp, ich habe keine... Chance. What? Jetzt war ich gedanklich schon oben bei der Shell. Also bei dem Stachel-Shell-Ding. Und dann bin ich an was ganz anderem gestorben. Ja gut. Ja gut. Das hat nicht so gut funktioniert, ne? Aber es ist ein cooler Speedrun, bis auf das Ende. Das finde ich halt... Das finde ich halt so dämlich. Warum muss man es denn wirklich so knapp machen und dann noch mit diesen blöden Brücken teilen? Ein Brückenteil weniger und ich hätte schon geschafft, ne? Das ist halt dann wieder besonders knapp gebaut. Das erklärt auch die 0, weil bis dahin kommen war voll in Ordnung. Das war dann halt das Problem. Dass man es wirklich exakt schnell schaffen muss. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Gut, wir setzen den wieder auf. Und jetzt bitte keinen Fehler mehr machen. Hier möglichst schnell durch. Ich glaube, hier geht es auch nicht viel schneller. Und auch hier geht es eigentlich nicht viel schneller. So, wir sind bei 7. Wir gehen bei 5 durch die Tür. Komm schon. 3, 2, 1. Yes! Okay, es passiert noch was anderes in diesem Part. Hurray. So, jetzt kann ich kurz rüber gucken, die ganze Zeit zu OBS, während hier das alles durchläuft. Ja, das sieht flüssig aus. Okay, perfekt. Alter! 35 ist möglich! 4 Sekunden schneller! Das heißt, von der Fähigkeit her, hätte das jemand noch einen Brückenteil mehr setzen können. Vielleicht sogar noch 2. Was bitte? 4 Sekunden schneller sind möglich. Holy. Wie viel hat der Ersteller gebraucht? Wie viel hat der Ersteller selbst gebraucht? Also der Weltrekord sind 35 Sekunden. Und der Ersteller hat gebraucht... Ach, Quatsch. Level-Infos muss ich gehen. Ja, der Ersteller hat so wie ich gebraucht. Okay, finde ich gut. Oi, 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 oi. Ah ja, das war ja sick. So. Was haben wir noch uns zum wollten wir noch angucken? Ach, jetzt ist das da oben gelandet. Ich muss das wieder runterscrollen. Okay, das wollte ich nicht. Das auch nicht. Das haben wir geschafft. Ach, dieser Snowway bin ich jetzt eigentlich nicht so Fan von. Das muss nicht nochmal sein. Link and the Painted Faces haben wir gespielt. Das war dieses, was am Anfang so komisch war, ne? Mit diesen versteckten Blöcken. Aber danach ging es eigentlich.
Wo waren denn die? Der war hier und der andere war dann da so ein bisschen drüber. Hier irgendwo in der Luft. Irgendwo da war der. Ah ne, noch eins höher, ne? Irgendwo da. Oh, ich weiß es nicht mehr, Mist. Das ist jetzt natürlich dumm. Ah, da war er. Sehr gut. Wo bin ich da gestorben? Hier ging es noch durch und dann waren da unten jeweils diese Teile. Genau. Ich weiß nicht mehr, wo mein Problem war. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Ach, ich glaube, man musste irgendwas rennen. Ich glaube, man musste so einen Dreisprung ansetzen und den habe ich verhauen. Ja. Mist. Ah, nee, das ist schwierig. Ah, nee, das ist ja doch schwierig gewesen dann wieder. Ja. Aber wir probieren es mal kurz. So, die Zeit möchte ich mir mal ganz kurz nehmen. Das schauen wir uns schnell an. So, das war irgendwo da oben. Hier so ein bisschen. Ja, genau. Genau da. Wenn ich da rüber käme, würde das so viel schneller gehen, ne? Aber ist okay. Ist jetzt nicht so das Problem, da immer wieder hinzukommen. Aber da, das ist schon kritisch. Jetzt noch! Wenn ich direkt gesprungen wäre, hätte ich es gehabt. Ach, Mist. Nein. Erstmal den. Irgendwo da ist der. Genau da. So, ich probiere es immer jedes Mal. Ja, so natürlich nicht. Ich müsste den erst werfen und dann den Peach-Jump machen. Dafür muss ich ihn aber erst in die Hand bekommen. Sonst läuft das nicht durch. Hier könnte man wahrscheinlich auch schnell, indem man sich einfach fallen lässt. Aber ich mache es jetzt lieber auf Nummer sicher. Weil hier muss ich jetzt nicht unbedingt besonders fix sein. Ach! Einen Twirl brauche ich, dass ich da drauf lande. Okay. Einen Twirl brauche ich, dass ich da drauf lande. So, der und der. So, genau, jetzt habe ich ihn in der Hand und wenn ich jetzt sozusagen das Ganze irgendwie so getimed bekomme. Ah! Das wäre schön gewesen, aber dann nicht. Dann nicht. Was nicht soll, soll nicht sein. So, wie gesagt, auch hier, ich traue mich nicht, jetzt einfach runterzulaufen. Ich könnte es einmal ausprobieren für die Wissenschaft, aber muss jetzt auch nicht sein. Ah! Dang it! Ja, so reicht's nicht, so reicht's nicht. Ich müsste ihn wirklich werfen. Ich müsste ihn wirklich ein bisschen werfen können. So. Ah, Mist, ey. Das reicht nicht mal, oder? Da ist ja dann noch ein höherer Sprung notwendig. Da ist ja dann noch ein höherer Sprung notwendig. Wirklich? Aber hier kann auch was anderes sein. Nee, das muss schon so funktionieren. Außer da ist noch ein versteckter Block und das ist ein Propellerpilz oder so ein Mist. Wenn hier irgendwo ein versteckter Block ist und ein Propellerpilz, das wäre super mies. Oder ein Stern. Oh, bitte nicht. Das wäre dumm. Aber ich glaube, das kann man schon schaffen, ne? Denke schon, ich weiß es nicht. Ach so. Ach so, erst. Ah.
Ich schaffe theoretisch den Sprung sogar da drüber. Ich brauche den Anlauf da noch gar nicht. Okay. Ich muss sowas halt trotzdem jetzt auch mal spielen. Alleine einfach, um's zu testen, um's zu üben. Na? Auch wenn das Level an sich jetzt doof ist. Gar keine Frage. Aber allein für die Übung wäre das schon sinnvoll, hier jetzt mal weiterzuspielen. Also ich komme da auch so. Ah! Siehst du, genau das mein. Und jetzt habe ich nämlich wieder was gelernt. Ja? Jetzt habe ich nämlich wieder gelernt, dass ich über solche Dinge auch so drüber komme. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Aha. Damit haben wir schon einen Erfolg. Auch wenn es nicht der Erfolg ist. Ach Mist. Auch wenn es nicht der Erfolg ist, den ich eigentlich haben möchte. Aber ich habe was gelernt. Ich komme darüber. Ohne Anlauf. Ich dachte, ich brauche für den ersten Hügel direkt. Ja, das geht. So, jetzt haben wir auch das kurz getestet. Jetzt haben wir auch das mal kurz getestet. Das geht also auch. Man kommt da direkt durch. Okay. So, das heißt also zack. Zack, zack. Dann den auslösen. Dann hier einmal draufspringen. Leider nicht bis ganz nach oben kommen. Schade. Und dann hier oben. Hier kann ich jetzt einfach durchlaufen. Ah, das ist cool. Jetzt habe ich schon ein Problem. Ich muss ja beim zweiten den Doppelsprung ansetzen können. Ah, habe ich doof gemacht. Schade. Vielleicht ist das die bessere Reihenfolge. Hier schneller. Ah, ich würde gerne da oben drauf kommen. Das wird er halt ein bisschen Zeit noch ersparen. Aber ich würde es sowieso nicht konsistent hinkriegen. Ich glaube, ich muss da nicht mal twirlen. Ich glaube, ich muss nicht mal twirlen. Ich glaube, der Twirl gerade hat mich in die Stachel getwirlt. Ich glaube, das war nicht so klug. Huch. Ja, das war auch nicht so klug jetzt. Ja, so geht's auch. Aber ich glaube, der Twirl gerade hat mich eher benachteiligt. Ja, das geht auch so. Bisschen später noch abspringen, dann komme ich nämlich perfekt da drüben an. Okay. Ach, wieder nicht. Aber wir ersparen uns schon mal richtig viel Zeit, dadurch, dass wir jetzt hier einfach durchlaufen können. Genau. Perfekt. Jetzt einfach weiterlaufen. Ein paar Peach-Jumps noch. Und jetzt hätte man halt einen Drehsprung machen müssen. Aber da drüben kommt das Ziel. Da kommt schon die Brücke. Okay. Blöd ist, ich wusste das mit den Swamps nicht. Swamps. So. Ach, ist ja immer still. Ich mache das jetzt wie mit Monte. Ich verspreche mich ein paar Mal und dann ist es mir einfach egal und ich rede nicht mehr weiter. Sage, ach, scheiß drauf. Immer wieder schön, wenn er irgendwas sagen will und verhaspelt sich. Und dann hat er einfach keinen Bock mehr auf das, was er sagen wollte. Ach ja. Nein, falsche Reihenfolge. Ach komm. Ach komm, jetzt habe ich den Block nicht erwischt, oder was? So. Hopp, nice. Schade, dass es nicht immer funktioniert, scheinbar. Es reicht also nicht, mit dem Dreisprung drüber zu kommen, der muss wirklich gut sitzen. Hey.
Mano. Gemein. Das ist so knapp alles. Okay. Ach Mann, ich wäre gern wieder bei den Swamps. Das war so knapp vom Ziel. Ich hoffe halt, da kommt nicht noch irgendeine böse Überraschung am Ende, die mich nochmal killen wird. Ich kann es mir aber schon vorstellen, dass sowas kommt. Leider. Leider ist das nicht unwahrscheinlich. Dass da noch irgendwas Böses am Ende kommt. Nice. So, jetzt kommen die Peach-Ups. Die waren eigentlich nicht das Problem. Jetzt kommen die Drehsprünge. Nein, der war zu weit! Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, der trifft. Ärgerlich. Aber kannst du halt doch. Kannst du halt nichts machen. Kannst du halt nichts machen. Ach. Ich wollte gerade sagen, noch schneller geht der Anfang nicht und dann habe ich es verhauen. Na gut. Sieht gut aus. Nice. Komm schon jetzt. Einfach hinten ein bisschen aufpassen. Dann sollte das passen. Yes! Puh, okay, ich bin zufrieden. Ist okay. Ist okay. Kein schönes Level. Kriegt auch einen Daumen runter jetzt, aber... Allein schon für die versteckten Blöcke. Das ist halt kompletter Quatsch. Ja, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Uff. 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 Haben wir sowas auch mal gespielt? War jetzt noch irgendwas, was ich machen... Achso, jetzt ist es auch da oben gelandet. Haunted wollte ich noch anschauen, auf jeden Fall. Richtig, das machen wir beim nächsten Mal. Und das auch. Richtig, die waren beide auf jeden Fall auch was, was ich mir anschauen wollte. Das nicht. Nope. Das weiß ich gerade gar nicht. Gucke ich mal gleich kurz rein, was das war. Und dann sind wir schon... Ach nee, das ist das Multilevel, was wir gespielt haben, ne? Das ist das Multilevel. Ja, ja. Nee, nee. Also, die beiden beim nächsten Mal. Haunted und You've Got Four New Updates. Danke fürs Zuschauen und tschüss.